Wir als Union wollen mehr Menschen den Weg in die eigenen vier Wände ermöglichen, insbesondere jungen Familien. Das ist uns wichtig, weil Eigentumsbildung etwas Gutes, etwas Richtiges, etwas Positives ist. Gerade junge Familien haben aber in den Städten, in den Ballungsgebieten oft das Problem, dass die Kaufnebenkosten so hoch sind, dass sie am Ende diese Hürde nicht überspringen können und dass der Eigentumserwerb daran scheitert. Ganz wichtiger Faktor bei den Kaufnebenkosten, das sind die Maklerkosten. Die sind gerade in den Städten so bemessen, dass sie häufig der Käufer alleine zahlen muss. Und deswegen werden wir in dieser Woche im Deutschen Bundestag ein Gesetz beschließen, was diese Maklerkosten zukünftig verteilt. Zukünftig wird der Verkäufer die Hälfte zahlen und der Käufer die andere Hälfte. Und das bedeutet gerade in den großen Städten eine enorme Entlastung für die Käufer. Sie müssen zukünftig nur noch die Hälfte von dem zahlen, was bislang üblich war. Und das ist ein großer Fortschritt, mehr Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen. Wir wollen als Union aber an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Uns geht es darum, auch den anderen großen Kostentreiber, das ist die Grunderwerbsteuer, auch zu senken. Dort wollen wir familienfreundliche Freibeträge installieren. Das heißt, wenn junge Familien insbesondere eine Eigentumswohnung, ein kleines Einfamilienhaus kaufen, dann soll bis zu einem bestimmten Freibetrag das von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Und pro Kind, was im Haushalt lebt, kommt dann nochmal ein zusätzlicher Freibetrag hinzu. Ich glaube, das wäre ein massives Programm, um mehr Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen, den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. Und dafür stehen wir als Union mit diesem Gesetz.